Die Stille ist erdrückend. Kein Fußball weit und breit, keine Kinder, keine Jugendlichen seit Monaten. Bedrückend ist das, sagen der Cheftrainer, der Jugendleiter und der erste Vorsitzende des ASC Neuenheim. Sie haben ihn satt, diesen Lockdown mit seinen vielen Fragezeichen. Bei allem Verständnis, bei allem Durchhaltevermögen, es reicht. Mich nervt am meisten die Ungewissheit, dass wir nicht wissen, wann es wirklich konkret mit dem Amateursport, Amateurfußball weitergehen kann. Mich nervt am meisten in der aktuellen Situation, dass ich meiner größten Leidenschaft als Trainer, nämlich dem Fußball, einfach nicht nachgehen kann. Was mich belastet, ist, dass ich als Jugendleiter meiner Jugend nicht mal mittelfristig eine Perspektive geben kann. Aber was mich sehr freut, ist, dass meine 35 Jugendtrainer sich drei Beine ausreißen, um Kommunikation aufrechtzuerhalten und digitale Angebote zu machen. Das ist toll. Rund 400 Nachwuchskicker sind beim ASC aktiv. Die jüngsten sind drei, die ältesten 19 Jahre alt. Der Fußball fehlt ihnen allen. Mit den Folgen der Pandemie aber geht jeder seinem Alter entsprechend um. Gerade in den älteren Jahrgängen, die sind beschäftigt teilweise natürlich mit dem Problem, wie alle in den Familien, in den Schulen. Da haben wir etwas weniger Feedback in den jüngeren und mittleren Jahrgängen. Da haben wir ein großes Feedback. Die Kinder wollen spielen, die rufen die Trainer an, die wollen wieder auf den Platz. Bist du sonst noch mit irgendwelchen anderen Spielern irgendwie in Kontakt oder eher weniger jetzt gerade? Auch Uli Brecht will zurück auf den Platz. Doch seine Spieler der ersten Mannschaft trifft er derzeit nur virtuell. Online-Talks als Ersatz für die großen Besprechungen in der Kabine und die kleinen im Büro. Immerhin. Das ist auch immer wichtig, dass man sich auch mal so ein bisschen sieht, dass man ein bisschen Emotionen auch mitkriegt von den anderen. Also von daher, klar, die Kommunikation ist nicht so, wie wenn man sich direkt live sieht, aber es passt dann schon. Kommunikation wird nämlich großgeschrieben beim ASC schon lange. Per Newsletter informiert Josef Weißbrot die 700 Mitglieder über das ganze Jahr hinweg. Vor allem aber verweist der ehemalige Torjäger darauf, dass die Facebook-Seite des Vereins in 10 Jahren 1 Million Zugriffe verzeichnete. Das Netz als Spielfeld für Sponsorenpflege, um im Lockdown zu überleben. Wir machen zum Beispiel jetzt gerade eine Serie ASC Goal Replay, also mit, wo wir also spektakuläre Tore zeigen aus der abgebrochenen Saison und das verbinden mit einer Powered-by-Aktion für Sponsoren. Wir haben im Dezember so eine Adventskalenderaktion gemacht, auch im Prinzip zur Unterstützung der Sponsoren, aber immer verknüpft mit redaktionellen, inhaltlichen Informationen, sodass es nicht eine reine PR ist. Und da haben wir also jeweils einen sehr, sehr hohen Zuspruch. Vereine, Amateurvereine, die haben eben keine Fernsehgelder und die haben auch keine, in der Regel keine Zuschauer. Das heißt, Geisterspiele sind bei uns eher in der Regel. Und das bedeutet, dass wir uns seit langem anderweitig bemüht haben, über unsere Kanäle und über unsere Kontakte auf uns aufmerksam zu machen. Ich war kürzlich in der Besprechung über Vorgehensweise Badischer Fußballverband, was können wir tun für die Vereine. Und hier ist mein Credo, Leute, nützt die digitale Welt. Das ist an sich das Forum, auf dem wir aufbauen können, wenn wir jetzt schon keine Zuschauer mehr haben, die wir dann direkt angehen können. Nichts aber geht über den direkten Kontakt rund um die Spiele. August 2020, im Verbandspokal gastiert der SV Waldhof beim Landesligisten das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Die im Herbst unterbrochene Saison verläuft anders als geplant, nur Platz 15 nach 10 Partien. Mehr als eine Vorrunde kann jetzt nicht mehr ausgespielt werden. Am 9. Mai soll es möglicherweise weitergehen. Eine minimale Vorbereitungszeit wurde nur mit drei Wochen angerechnet. Das heißt, 15. April ist Stichtag. Wir müssen am 15. April mit Mannschaftstraining auf der Anlage beginnen können. Ansonsten ist der Termin Mai für die Vorrunde utopisch. Rupps Begeisterung hält sich sehr in Grenzen. Der Trainer indessen hält die Planung sogar für ein Ding der Unmöglichkeit und warnt. Wir sind natürlich nicht im Leistungssport, aber gehen doch körperlich an die Grenzen, auch im Amateurbereich. Und da sind 3 Wochen Vorbereitung einfach viel zu wenig. Und ich befürchte, dass auch da viele, viele Verletzungen die Folge sein wird. Und es ist fast unverantwortlich. Klar geht es um Fußball, es geht um Aufstieg, um Abstieg, aber es geht auch nicht um mehr, sondern es ist wirklich nur Amateurbereich. Das muss man auch mal ein bisschen relativieren. Relativ wenig erwartet der ASC übrigens vom Corona-Gipfel am Mittwoch. Ein bisschen Fußballperspektive vor dem Hintergrund des 4-Stufen-Plans, sagt Werner Rupp. Lockdown
macht bescheiden.